Intimes, aber kein sexuelles. Das müssen wir gerade mal gucken mit dem Soundcheck. Guten Abend und herzlich willkommen. Können Sie mich gut hören? Soweit, hier sind noch kleine Umbauarbeiten, da warten wir noch eine Sekunde. Ja, guten Abend und herzlich willkommen zu unserer heutigen Lesung und Diskussionsveranstaltung mit Gabriele Dietze. Ich weiß nicht, machen wir die Tür zu? Ja. Also zu unserer heutigen Lesung und dem Gespräch mit Gabriele Dietze und Urmila Goel. Der Titel der Veranstaltung lautet, Sie können es da auch sehen, Migration ist vieles, aber kein sexuelles Problem. Und das Buch, um das sich heute Abend alles drehen wird, hat den Titel Sexueller Exzeptionalismus, Überlegenheitsnarrative in Migrationsabwehr und Rechtspopulismus. Ein herzliches Willkommen auch alle, die diese Veranstaltung per Livestream verfolgen. Und schon jetzt ein ganz herzliches Dankeschön an unsere Gebärdendolmetscherin. Mein Name ist Ines Kappert, ich leite gemeinsam mit Henning von Bargen seit 5 Jahren das Gunda-Werner-Institut. Das GWI, das haben vielleicht schon die ein oder andere von Ihnen bemerkt, beschäftigt sich intensiv mit Rechtspopulismus und wir beschäftigen uns damit, wie eigentlich rechtspopulistische Ideen auch in weiße feministische Milieus einwandern. In anderen Worten, was sind die Voraussetzungen dafür, dass sich die Verknüpfung von Sexismus und Rassismus und Rassismus und Sexismus in Debatten hinein verlängern, die sich gesellschaftliche Emanzipation zum Ziel gesetzt haben, also genau das Gegenteil wollen? 2020, und das Jahr ist noch jung, müssen wir feststellen, dass Rechtsruck und Rechtsterror weiter voranschreiten. Die anhaltende Diskussion im Mainstream, die seit Jahren anhaltende Diskussion im Mainstream, die wir im GWI auch immer wieder mit Lesungen und Diskussionsveranstaltungen, auch mit einer Medienanalyse zu Köln, die Sie draußen finden, begleitet haben. Diese Diskussion scheint diesem Voranschreiten, scheint dem Raumgreifen von Rechtspopulismus und auch von Rechtsterror nicht viel und in jedem Fall zu wenig entgegensetzen zu können. Umso wichtiger ist es daher, bislang weniger besprochene Aspekte in den Blick zu rücken, zum Beispiel sexuelle Überlegenheitsfantasien, um die es ja heute Abend zentral gehen wird. Wie nämlich, das ist die Frage, hängt die Fantasie des Westens, die Fantasie, der Westen sei überlegen, sexuell überlegen, mit dem Rechtspopulismus zusammen? Die Kultur- und Medienwissenschaftlerin Gabriele Dietze dröselt in ihrem neuesten Essay, er ist auch draußen zu erwerben im Anschluss an die Veranstaltung, auf, dass genau die Idee, dass keine andere Kultur dem Westen in Sachen sexueller Aufklärung das Wasser reichen könnte, ineinandergreift mit der Idee, dass weiße Frauen vor fremden Männern, fremden Menschen geschützt werden müssten. Jetzt bleibt aber die Frage, wie kann es sein, dass Westlerinnen sich erstmal mehr oder weniger unausgesprochen so sexuell überlegen fühlen und gleichzeitig einem immer weiter voranschreiten, einem immer weiter ausgreifen von Rechtspopulismus und Rechtsterror, also einem ganz dumpfen patriarchalen Muster, so wenig entgegenzusetzen haben. Wie können wir diesen Gegensatz verstehen und wie können wir ihn überwinden? Gabriele Dietze nimmt in ihrem Essay sowohl sehr bekannte rechtsextreme Galionsfiguren wie Donald Trump oder auch Alice Weidel in den Blick, aber eben auch liberale Meinungsmacherinnen wie Claudius Seidel, Schriftsteller wie Michelle Houellebecq und Feministinnen wie Alice Schwarzer. Und ich denke, dass genau dieser Bogen es erlaubt, dass wir heute Abend mehr darüber erfahren können, wie genau diese abendländische Erzählung von der großen Überlegenheit gebaut ist, wie sie transportiert wird
und warum sie sich so hartnäckig hält. Vor 2 Tagen wurden 11 Menschen in Hanau ermordet. Was das für die Angehörigen bedeutet, ist nicht zu ermessen. Dass aber so viele Menschen, die als fremd stigmatisiert werden, nun in noch größerer Angst leben müssen als bisher, ist furchtbar und nicht hinzunehmen. Den Familien der Getöteten und all den vom rechten Terror an erster Front bedrohten und drangsalierten Personen widmen wir daher diese Lesung. So, wir haben uns den Abend wie folgt vorgestellt. Gabriele Dietze wird nun gleich damit beginnen, Ausschnitte aus ihrem Essay zu lesen. Und anschließend wird Omila Guell diese Überlegungen nochmal mit einem anderen Kontext, noch mit ihren eigenen Überlegungen rahmen. Und das wird der Kommentar sein. Dann werden wir hier noch zu dritt kurz auf dem Podium sitzen, um erste Fragen zu klären. Und dann öffnen wir für Sie und freuen uns auf Ihre Fragen. So, Gabriele Dietze, jetzt kommen wir zu der etwas detaillierteren Vorstellung unserer Gästinnen heute. Gabriele Dietze ist Kultur- und Medienwissenschaftlerin und sie lehrt und forscht zu Rassismus, Sexismus, Migration und Rechtspopulismus. Sie ist Mitglied im Zentrum für transdisziplinäre Geschlechterstudien der Humboldt-Universität in Berlin und hat unter anderem am Dartmouth College in den USA gelehrt und sie war Visiting Fellow am Du Bois Institute der Harvard University. 2013 veröffentlichte sie die Publikation Weiße Frauen in Bewegung. Und in dieser Studie guckt sie sich an, wie eigentlich 2 große moderne Emanzipationsanstrengungen, nämlich zum einen die weiße US-amerikanische Frauenbewegung oder die weiße US-amerikanischen Frauenbewegungen und der Kampf um Bürgerrechte von People of Color gegeneinander laufen. Und wie es eigentlich dazu kommt und wie es dazu kommen kann, dass weiße Frauen oder als weiß gelesene Frauen in ein Gewaltverhältnis mit schwarzen Männern gesetzt werden. Und das nächste Buch, das den Titel trägt European Perspectives and Beyond, hat sie gemeinsam mit Julia Roth rausgegeben. Das erscheint schon im April. Es geht also jetzt mit Gabriele Dietze Schlag auf Schlag. Und hier wird es darum gehen, wie die Kategorie Gender im Rechtspopulismus wirkt. Mhm. Gabriele, Moment. So, Professor Omila Guell hat seit 2016 die Vertretungsprofessorin für europäische Ethnologie an der HU Berlin inne. Sie ist Kulturanthropologin und Mitglied am Zentrum für transdisziplinäre Geschlechterstudien. Und sie ist Mitglied im Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung, BIM. Ihre Habilitationsschrift verfasste sie zum Thema das Internet, eine rassismuskritische Internet-Ethnographie. Die wird wohl bei Transkript im Sommer erscheinen. Und dabei geht es um ein virtuelles Gemeinschaftszentrum, in dem junge Menschen nazio-ethnokulturelle Mehrfachzugehörigkeit verhandelt und etwas Eigenes geschaffen haben. So kündigt Transkript das Buch an. Jetzt freue ich mich sehr auf die Ausschnitte und die Diskussion mit Gabriele Dietze und Omila Guell. Dankeschön für die wunderbare Einleitung. Zum Design haben Sie ja schon gesagt, oder hast du schon gesagt, wie wir es machen werden. Also ich werde einen längeren Teil zum Einstieg vorlesen, dann machen wir eine kurze Unterbrechung und dann kommt ein kürzerer Teil, damit Sie sich so ein bisschen einstellen können. Noch dazu stilistisch, Buch ist essayistisch geschrieben, also es ist kein Hardcore-wissenschaftlicher Stil, kann trotzdem sein, dass irgendwie das ein oder andere Wissenschaftliche in die Sprache hineingerutscht ist, das werden Sie feststellen. Ich fange an. Rassismus oder Kulturalismus sind konstitutiv für das Affektsetting des neuen Rechtsrucks, ergeben die meisten sozialwissenschaftlichen Analysen. Vielleicht sollte ich kurz sagen, was ich unter Kulturalismus verstehe, weil Kulturalismus ist eigentlich sozusagen eine modernere Form von Rassismus, die über die Behauptung, Menschen hätten eine mit dem Westen unvereinbare Kultur und die sei nicht veränderbar und kämen irgendwoher, dass sie aus diesen Gründen abgelehnt werden können.
Häufig wird Rassismus und Kulturalismus als verschobene Ausdrucksform von ökonomischen Prekarisierungen, Abstiegsängsten und Gerechtigkeitsdefiziten gesehen. Der Soziologe Klaus Dörre fasst prägnant zusammen, der neue Rechtspopulismus besetzt die soziale Frage und deutet sie in einen Verteilungskampf um, der zwischen Innen und Außen und zwischen zivilisierten und vermeintlich minderwertigen Kulturen ausgetragen wird. Das finde ich eine relativ eingängige Zusammenfassung. Was weniger gesehen wird, ist, dass Sexismus für sich genommen und die Verbindung von Rassismus und Sexismus, die ich hier Ethnosexismus nenne, den zweiten Strom des neurechten Kraftfeldes bildet. Studien zu den Inhalten ihrer Programmatik, also des neurechten Kraftfeldes, weisen ebenso viele, wenn nicht mehr, geschlechts- und sexualitätsfokussierte Themen Cluster auf wie rassistische Muster. Das kann man sich angucken, da gibt es auch einige Forschungen zu, zum Beispiel im AfD-Programm, welchen Anteil weit über ein Drittel in die Nähe der Hälfte Geschlechterfragen in der Programmatik einnehmen. Sexismusanalysen basieren auf einer Hierarchie der Geschlechter. Ethnosexismusanalysen basieren auf einer sexualisierten Hierarchie von Rassen und Kulturen. Ethnosexismus verfugt Rassismus und Sexismus an zwei Gelenkstellen. Die eine Gelenkstelle ist die Behauptung, die eigenen Frauen seien durch fremde Männer gefährdet. Die andere Gelenkstelle ist die Sorge, als hegemoniale Rasse und Geschlecht auszusterben. Die Legende vom großen Austausch ist eigentlich die Angst, in den sogenannten eigenen Gesellschaften keine sichtbare weiße Dominanz mehr zu haben. Und die Geschlechtsangst konzentriert sich um das, was man die Krise der weißen Maskulinität oder salopper das Problem von alten weißen Männern oder Angry White Men nennt. Die Tatsache, dass sich beide Analyseebenen praktisch nicht verbinden, hängt nicht nur an der Borniertheit männlicher Wissenschaftler, die Geschlechterfragen partout als Nebenwiderspruch abtun wollen, oder an der Ökonomie- und Faktenignoranz kulturwissenschaftlich orientierter Gender Studies, was man ihnen gerne nachsagt. Ich habe nicht behauptet, dass es faktisch ist. Sondern es liegt auch daran, dass hier zwei Ansätze nebeneinander existieren, die sich in den Grundannahmen widersprechen. Sozialwissenschaftliche Analysen konzentrieren sich auf die Frage von ökonomischer Gerechtigkeit und von Verteilung. Sie begreifen ihre Untersuchungsobjekte als gegenüber den Marktmechanismen machtlos. Außerdem gehen die meisten von Klassen- und Schichtenanalytischen Modellen aus, die das Klientel der neuen Rechten als Ausgebeutete oder Marginalisierte oder auch anders ausgedrückt besorgte Menschen ausweist. Sexismus und ethnosexismuskritische Analysen dagegen sehen die Anhängerschaft der neuen Rechten als Protagonisten bedrohter oder als bedroht wahrgenommener Machtstrukturen. Also feministisch gedacht als Repräsentanten einer fortdauernden patriarchalischen Herrschaft von Männern über Frauen und postkolonial gedacht als fortdauernde Herrschaft weißer, meist männlicher Eliten über Länder und Ökonomien des globalen Südens. Verkompliziert wird diese Diagnose der eigentlich schwer kompatiblen Ansätze ökonomiekritischer und geschlechtermachtkritischer Forschung weiterhin durch die Existenz gut ausgebildeter und gelegentlich gebärunwilliger Frauen. Diese drängen an die Machthebel, fordern die Durchsetzung von Geschlechtergerechtigkeit in Sprache, Familienorganisation und Bezahlung. Und es tauchen ebenfalls Menschen mit Migrationshintergrund, der im Folgenden wegen seines diskriminierenden Gebrauchs Migrationsvordergrund genannt wird. Das würde ich mit aller Deutlichkeit sagen, wenn man die Nachrichten in den letzten 2-3 Tagen gehört hat, dann bleibt einem das Wort Migrationshintergrund meistens irgendwie quer im Hals stecken. Und man weiß auch, dass es häufig benutzt wird, um sozusagen zu stigmatisieren. Und ich habe mir jetzt zwischenzeitlich beholfen mit Migrationsvordergrund. Der Vorsitzende der türkischen Gemeinde hat gestern von Migrationsbiografien gesprochen. Wenn es nötig ist zu benennen, ist mir natürlich wäre viel wichtiger, dass es kaum mehr nötig sein sollte, zu benennen. Also nach der Schleife.
der im Folgenden wegen seines diskriminierenden Gebrauchs Migrationsvordergrund genannt wird, auf und Menschen vielerlei Geschlechtszuordnung. Weiße Frauen sind auch, das ist für die folgende Untersuchung wichtig, als Frontfiguren neurechter Politik sichtbar. Wir wissen das in Mittel- und Nordeuropa, Marie Le Pen natürlich, Beatrice von Storch, Alice Weidel, aber auch sehr viele Skandinavierinnen sind in prominenten Positionen in neurechten Parteien. Es ist also nötig, die Perspektive von weißen Frauen und die von rassisierten Menschen beiderlei Geschlechts im Fokus zu halten, wenn man Rassismus, Sexismus und Ethnosexismus für zentrale Vehikel nicht nur des neuen Rechtsrucks, sondern auch als Grundströmung einer schon viel früher stattgehabten Diskursverschiebung in liberalen und konservativen Kreisen identifiziert, die über das Gerede von der Leitkultur die neuen Polarisierungen vorbereitet hat. Ich erinnere, das wissen Sie wahrscheinlich alle, dass der neue Kanzlerkandidat, mögliche Kanzlerkandidat Merz, den Begriff Leitkultur erfunden hat und dass man schon lange in der Forschung auch von einer nach rechts gerückten Mitte oder auch schon von einer verlorenen Mitte spricht. Das ist hoffentlich voreilig. Unterschiedliche AkteurInnen und politische Interessen verfugen Migranten, weiße Frauen und Sexualität zu einer Konstellation, die ich, wie bereits erwähnt, ethnosexistisch nenne. Bezieht sich übrigens auch auf jemand, auf Margarete Jäger aus der Diskurswerkstatt, die ganz frühzeitig von einer Ethnisierung von Sexismus gesprochen hat. Zur Erläuterung. Sexismus betrifft nicht nur Frauen, sondern auch Männer. Bekannt ist Homophobie, die auch häufig Heterosexismus genannt wird. Aber auch heterosexuelle marginalisierte Männer sind in Geschichte und Gegenwart Objekte von je spezifischen Sexismen geworden. So wurden Juden feminisiert und ihnen gleichzeitig Appetit auf nichtjüdische Frauen nachgesagt. Oder Afrikaner wurden in das Klischee animalischer Potenz und Hypersexualität gepresst. Von einem Sexismus gegenüber Männern kann allerdings nur dann gesprochen werden, wenn er sich gegen marginalisierte Männer richtet, wie etwa Heterosexismus gegen homosexuelle Männer. Oder Ethnosexismus ist also eine bestimmte Form von Sexismus, dem Rassismus zugrunde liegt. Ethnosexismus betrifft Frauen und Männer. Frauen mit Kopftuch auf der Straße mit Schleiereule oder Schlimmerem zu beleidigen, wäre in diesem Sinne ethnosexistisch. Zum Beispiel ließ der AfD-Bundestagsabgeordnete Jens Meyer wissen, gestern lief mir an der Ampel so eine Schleiereule am Wagen vorbei. Ich war kurz davor, die Hupe zu betätigen. Ich kann nur noch Wut und Zorn für dieses Gesindel empfinden. Ende des Zitats. Arabische oder muslimische Männer unter Generalverdacht zu stellen, sie seien aus religiösen Gründen sexuelle Belästiger, ist ethnosexistisch. Ebenso wie die Vorstellung, muslimische Jugendliche seien generell aggressiv, homophob und eine Gefahr für die Gay-Community. Ethnosexismus wird in diesem Sinne als Kulturalisierung von Geschlecht, Sexualität und Religion verstanden. Die ethnisch markierte Menschen aufgrund ihrer angeblich besonders problematischen oder rückständigen Sexualität oder Sexualordnung verdächtigt und diskriminiert. Ethnosexistische Konstellationen schließen andere aus und bilden exklusive Solidargemeinschaften. Das finde ich einen ganz schönen Begriff. Der ist nicht von mir, aber im Moment kann ich gar nicht nachgucken, bei den Fußnoten, von wen ich ihn habe. Und darüber Homogenität und ethnonationale Reinheit erzeugen. Ein Beispiel dafür ist die französische Bewegung Manif pour tous, die auf die Freigabe der Ehe für Homosexuelle, der Mariage pour tous, reagierte. Während die sozialistische Regierung unter François Hollande durch Einbringen des Gesetzes die abendländische sexuelle Freiheit zelebrierte, sammelte sich eine starke Bewegung unter massivem Einfluss der katholischen Kirche, um die Homo-Ehe zu verhindern. Der schwarzen französischen Justizministerin Christiane Taubira, die das Gesetz verantwortet hatte, wurde aus einer Manif pour tous-Demonstration Bananenschalen überreicht, während die Menge eine Banane für einen Affen sang. Auch hier wurde Einheit und Homogenität über die Ausgrenzung einer anderen produziert.
Der rassistische Angriff auf Taubira sollte die Botschaft übermitteln, dass die sozialistische Regierung Fremde, eben weil sie nicht die gleiche Hautfarbe haben, aber natürlich Französin ist, Agenten einsetzt, um französische Ideale zu untergraben. Französisch wird hier als weiß verstanden. Der hier vorgelegte Essay wird sich weniger auf die Art und Weise der Diskriminierung konzentrieren und auch nicht darauf, in welchem Verhältnis die Diskriminierung zur Wirklichkeit der Diskriminierten steht. Es soll vielmehr erkundet werden, wie über den Prozess dieser besonderen sexualisierten Diskriminierung die jeweiligen Subjektivitäten der DiskriminiererInnen entstehen und formatiert werden, also die der anderen Gesellschaft, der dominanten Gesellschaft. Anders ausgedrückt, es soll darum gehen, die ständige Arbeit der okzidentalen Überlegenheitsproduktion am rassifizierten anderen zu beobachten. So, jetzt gibt es einen kleinen Sprung. Und mal gucken, ob das jetzt richtig ist. Ja, jetzt gibt es einen kleinen Sprung. Nee, jetzt muss ich da lang, muss ich. Ja, genau, jetzt bin ich richtig. Und möchte jetzt diesen Begriff sexueller Exzeptionalismus erläutern, der sich vielleicht ein bisschen sperrig erstmal unerklärt liest. Das Motiv zu diesem Essay entwickelte sich über mehrere Zeit- und geografische Zonen. Und es hatte mit den seltsamen Fokussierungen auf Sexualität im Zusammenhang mit Migration zu tun. Es begann mit einem holländischen Video. 2005 produzierte die damals liberal-konservative niederländische Regierung einen Filmclip, der küssende Homosexuelle und eine topless Badenixe zeigte. Er war an potenzielle muslimische Einwanderer gerichtet. Sie wurden damit auf die niederländische sexuelle Freizügigkeit und Toleranz hingewiesen. Diese sollte gegebenenfalls von den einheimischen lockeren Sitten abgeschreckt werden, sich dauerhaft anzusiedeln. Das war eine interessante Verknüpfung, sexualpolitische Offenheit als nationalen Wertekanon und Besitzstand auszugeben. Viele europäische Länder blieben nicht bei dem freundschaftlichen Rat an BesucherInnen, Länder zu meiden, wo einem die Sexualordnung missfallen könnte. 2014 wurde eine verschleierte Touristin aus der Golfregion aus der Pariser Oper geworfen, weil sie ein Niqab nicht abnehmen wollte. In Frankreich herrscht seit 2011 Vollverschleierungsverbot. Sie wissen sicher, dass es bei uns immer wieder erwogen wird und in einzelnen Bundesländern oder Institutionen auch schon durchgesetzt ist. Egal, wie viele vollverschleierte Frauen statistisch in den jeweiligen Regionen erfasst werden. Im August 2016 wurde eine muslimische Frau, die sich bedeckt, möglicherweise im Burkini, das ist aus dem Bild nicht deutlich zu erkennen, am Strand von Nizza sonnte, von der Polizei gezwungen, sich zu entkleiden. Gleich um die Ecke in Saint-Tropez hatte man in den 70er Jahren, im Übrigen gegen großen Widerstand und mit gelegentlichen Polizeieinsätzen, die dann mit Decken durch den Strand gingen, um Damen zu verhüllen, und mit Hilfe von Brigitte Bardot das Baden ohne Bikini-Oberteil durchgesetzt. Nun ist die westliche Entblößungsfreiheit normativ geworden. Es ist inzwischen nicht nur erlaubt, viel Haut zu zeigen, sondern Pflicht geworden. Was haben aber nackte weiße Frauen mit Einwanderung zu tun, um den Titel eurer Ankündigung zu zitieren? Warum ist es so wichtig für den Westen, eine sexuelle Freiheit als Norm zu behaupten, deren Etablierung, insbesondere wenn man an die Legalisierung der Homosexualität denkt, zum einen erst wenige Jahre und Jahrzehnte alt ist und zum anderen nicht von großen gesellschaftlichen Mehrheiten getragen wird? Denkt man daran, wie lange die Volksparteien CDU und CSU gezögert haben, die homosexuelle Ehe zu legalisieren. Natürlich ist eine solche Frage nicht mit einer einzigen These zu beantworten. Sexualität durchdringt als umfassendes Zeichensystem nach der sogenannten sexuellen Revolution der späten 60er und frühen 70er die Weltgestaltung und Wahrnehmung im ganzen globalen Norden.
Von der Verknüpfung angeblich progressiver abendländischer Sexualpolitik und Migrationsabwehr wird weiterhin in unterschiedlichen Kontexten und Zeitabschnitten von unterschiedlichen AkteurInnen unterschiedlicher Gebrauch gemacht. Ich beziehe mich hauptsächlich auf deutsche Zusammenhänge, zitiere aber, wie ihr seht, auch französische und andere immer wieder. Die variierenden Erscheinungsformen haben jedoch so viele gemeinsame Elemente, dass ich sie unter einem Leitmotiv zusammenführen möchte, nämlich den Begriff, und jetzt kommen wir zum Buchtitel, sexueller Exzeptionalismus. Wenn hier von Exzeptionalismus die Rede ist, ist weniger die Dimension von Ausnahme gemeint, als die von Besonderheit im Sinne einer exzeptionellen Qualität. Sexueller Exzeptionalismus lehnt sich dabei an das Konzept des American Exceptionalism an. In den Vereinigten Staaten war und ist man der Überzeugung, dass es sich bei USA um kein normales Land handelt, sondern um ein hervor- und herausragendes Gemeinwesen mit dem Auftrag, Freiheit und Demokratie in der ganzen Welt zu verbreiten. Also es brauchte nicht unbedingt Trump, Make America Great Again. Jeder normale amerikanische Präsident, auch Obama, hat davon gesprochen, dass America the greatest country in the world ist. Hier verschmelzen religiöse Traditionen der Pilgerväter, die das Ziel ihrer Auswanderung biblisch als das gelobte Land verstanden, das sie in Gottes Auftrag zu zivilisieren haben, mit säkularen Traditionen der Westeuropa, der immer neue Grenzen zu überschreiten und den American Way of Life in der ganzen Welt zu übertragen. Mit der Denkfigur sexueller Exzeptionalismus wird die Vorstellung einer generellen westlichen zivilisatorischen Mission auf die Idee übertragen, dass es eine der hervorragendsten Qualitäten angestammter, gibt verschiedene Arten und Weisen, das auszudrücken, ich habe es mal damit versucht, Bevölkerungsteile des globalen Nordens sei, über die, und jetzt kommen drei Punkte, am meisten fortgeschrittene, am meisten privilegierte und beste aller denkbaren Sexualordnungen zu verfügen. Fortschrittlich sei sie, weil sie dem Geist der Aufklärung entspräche und ein Aspekt der Kantschen Herausarbeitung des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit darstelle. Privilegiert sei diese Sexualordnung, weil nur der globale Norden über die erforderlichen Kulturtechniken verfüge, die Zivilisation zu einer solchen Höhe zu entwickeln, und auch über die erforderliche Triebkontrolle, dass Sexualität sozusagen keinen destruktiven Aspekt in der Gesellschaft hat. Und am besten sei die Sexualordnung, weil sie die Gleichheit von Mann und Frau proklamiere und mit den sexuellen Freiheiten auch die Emanzipation von Frauen und sexuellen Minderheiten befördere. Vieles davon ist richtig, aber es gibt natürlich ganz viele Aspekte, warum die Art, sich auf diese Weise darauf zu beziehen, problematisch sein kann und auch muss. Unter diesen Voraussetzungen arbeitet sexueller Exzeptionalismus wie eine Maschine, die Unterschiede produziert und hierarchisiert. Es bedarf der angeblich Zurückgebliebenen und Unaufgeklärten, um sich seiner privilegierten Besonderheit zu verzichten, sie abzulehnen, um unsere freie Sexualordnung und unsere Frauen zu beschützen. Schutz basiert nach der Philosophin Katrin Meyer, ich zitiere, auf dem bürgerlich-patriarchalen Schema der männlichen Schutzgewalt und weiblicher Schutzbedürftigkeit. Insofern ist sexueller Exzeptionalismus eine der Sprachen, mit der Zugehörigkeit und Ausschluss verhandelt und in eine Rhetorik des vergeschlechtlichten Notfalls verwandelt werden. Übrigens ein ganz wichtiger Aspekt, sexueller Exzeptionalismus kann im Übrigen auch, vielleicht nicht zufällig und am auffälligsten in den USA, mit hergebrachten Privilegien männlicher Herrschaft verbunden werden, nämlich der Vorstellung, diese seien wegen erhöhter Vitalität und Kreativität gerechtfertigt und Männer hätten deshalb ein Anrecht auf weibliche sexuelle Gratifikation, die man notfalls erzwingen dürfe. Das ist eigentlich der Kern der MeToo-Debatte, die jetzt auch vor Gericht steht. Damit wird die Hierarchisierung zwischen den Geschlechtern trotz formaler Gleichheit auf der Ebene eines gerechtfertigten Habitus, der als geheimes Wissen sozusagen durch die Gesellschaft wabert, weiterverfolgt. Wenn es um die Frage von ethnischer und staatsbürgerlicher Hierarchisierung geht, werden die sexuellen Differenzen auf anderen Registern bespielt. Auf der einen Seite werden die freien,
die individuell selbstverwirklichten und genussfähigen positioniert und auf der anderen Seite die aus ethnischen und religiösen Gründen sexuell Unterdrückten und Unterdrückenden. Insofern stellt die Untersuchung eines sexuellen Exzeptionalismus eine multifokale kritische Erkenntnislinse bereit, die je nach Erkenntnisgegenstand immer dann scharf gestellt werden kann, wenn über Sexualpolitiken und Sexualisierungen als Unterscheidung, wenn Sexualpolitiken oder Sexualisierungen als Unterscheidungstechniken genutzt werden. Okay, das wäre jetzt mal der erste Teil. Ja, vielen Dank, Gabriele. Jetzt erstmal zu diesem komplexen theoretischen Teil. Eine Frage, während ich dir jetzt zugehört habe und auch während ich natürlich dein Buch gelesen habe, dein Essay gelesen habe, war immer diese, okay, das wird jetzt diese Überlegenheit behauptet. Mhm. Und du hast gerade, was ich, hast gerade auch nochmal von diesem Geheimwissen, ja, also wir reden ja gar nicht so unbedingt über, also gar nicht ständig notwendig über diese Idee der Überlegenheit. Und gleichzeitig kommt Aufschrei, MeToo, wenn ich mich jetzt nur mal auf den deutschen Kontext beziehe, Aufschrei, MeToo. Jetzt wird auch über Femizide gesprochen in Deutschland. Also das sozusagen diese ganze Idee von Überlegenheit wird ständig angegriffen und trotzdem hält sie sich so hartnäckig. Wie kann das sein? Naja, ich würde sagen, diese Überlegenheitsnarrative oder diese Überlegenheitserzählung ist in gewisser Weise ein Ersatz für Rassismus. Mhm. Weil er ja sozusagen nicht sozusagen rassistisch in diesem Sinne spricht, sondern er spricht von Gefährdung, er spricht von Aufklärung, er spricht von Emanzipation und spricht von Störungen, die diese hochentwickelte Gesellschaft durch diese Fremden erlebt. Und dadurch ist diese Geschichte relativ erfolgreich und es gibt sozusagen interessanterweise, wie du das auch richtig gesehen hast, es wird selten mal die kognitive Dissonanz, die zwischen diesen beiden Erzählungen besteht, dass auf der einen Seite ein kritischer Diskurs eingesetzt hat, dass es sozusagen eine bestimmte Form von profitierendem Sexismus, besonders im Arbeitszusammenhängen, viel zu wenig bekämpft wird und viel zu viele Nachteile für Frauen oder andere sexuell angegangenen Menschen mit sich bringt. Und das Interessante ist, dass, also ich finde es aber auch nicht verwunderlich, dass diese beiden Erzählungen keinen Kontakt miteinander aufnehmen, weil die erste ist sehr wichtig, weil sie eben sozusagen ein perfektes Cover-up für einen relativ rabiaten Rassismus ist und das wird gebraucht. Und warum wird der so dringend gebraucht? Also gerade auch, wenn man denkt, die Idee von Aufklärung, die Idee von Progressivität ist ja genau, dass ich solche Abwertungen, solche systematischen Abwertungen nicht mehr brauche, sondern so weit mit Pluralität, mit Mehrfachzugehörigkeit, mit den Verwerfungen der Moderne im Reinen bin, dass ich diese systematische Abwertung gar nicht mehr nötig habe. Ich stehe ja da eigentlich drüber. Das ist ja die Idee von Überlegenheit. Das ist ja eine Selbsttäuschung, die in deutschen Zusammenhängen schon sehr alt ist. Insofern, war ja sehr lange nicht möglich, Rassismus als Wort anzusprechen. Und wenn man jemanden als Rassismus tituliert hat, hat sich sofort eine moralische Entrüstung entwickelt, die unter anderem auch damit begründet worden ist, dass wir ja den Faschismus hinter uns haben, daraus gelernt haben und es gar nicht mehr sein kann, dass Rassismus in größeren Wichtigkeiten in der Gesellschaft verbreitet. Es ist eigentlich, man kann sagen, erst in diesem Jahrtausend und dann vielleicht auch erst in den 10er Jahren überhaupt möglich geworden, über Rassismus zu reden, auch Rassismus gegenüber Muslimen oder auch anderen wurde ja lange Zeit euphorisch benannt, auch als Ausländerfeindlichkeit. Euphemistisch meinst du? Ja. Und hat sich jetzt erst und dann kam jetzt so die Frage, kann es denn überhaupt einen antimuslimischen Rassismus geben, weil es handelt sich ja um eine Religionsgemeinschaft und deswegen habe ich vorhin auch den Begriff des Kulturalismus noch angesprochen, weil es sozusagen
das antimuslimische Sentiment mit den gleichen Mechanismen arbeitet. Also es kommt irgendwo her, es haftet den Menschen an und die können es nicht loswerden und es ist unveränderlich. Und das sind sozusagen drei Kriterien, die für jeden Middle of the Road Rassismus auch zutreffen. Und aber deswegen funktioniert diese andere Geschichte, dass wir uns vor den Rückständigen schützen müssen, so gut, weil sie der Tatsache, dass wir mit einem wirklich zu bekämpfenden Rassismus zu tun haben, nicht ins Gesicht geblickt werden will. Damit, glaube ich, kommen wir jetzt zum zweiten Teil deiner Lesung, oder? Ja. Ja, jetzt würde ich gerne über den Zusammenhang, ihr müsst mich auch ermahnen, wenn es lange dauert, vielleicht würde ich dann vielleicht einen Teil weglassen. Aber was ich ganz wichtig finde, wie diese Erzählung von der Überlegenheit sozusagen mit der Situation von Frauen jetzt im dritten Jahrtausend aussieht. Welche Seite? Wir sind auf Seite 37. Und da haben wir eine Merkwürdigkeit, dass es einerseits eine Behauptung gibt, wir sind ganz schön weit, und auf der anderen Seite weisen seit Jahrzehnten Familiensoziologie und Sexualwissenschaft in eine andere Richtung. Unüberhörbar ist die Klage von Zerrüttung der neuen emanzipativen Liebesordnung. Richard Sennett veröffentlichte schon 1976 in der Tyrannei der Intimität, in der eine inflationäre Sexualisierung und Bekenntniskultur der Gesellschaft beklagt wird, ich zitiere, heute lernen wir nichts mehr von der Sexualität, stattdessen begeben wir uns auf eine endlose und enttäuschende Suche nach dem Selbst vermittels der Genitalien. Ulrich Beck und Elisabeth Beck-Gernsheim diskutieren 1990 im ganz normalen Chaos der Liebe die Schwierigkeiten, die Emanzipationsprojekte und die sexuelle Revolution für die Kohäsion von Familien gebracht hat. Sie sprechen von einem, das finde ich sehr hübsch, deswegen zitiere ich, von einem runden Viereck expressiver Dauerabenteuerlichkeit bei konstanter Vertrauenspartnerschaft. Eva Ulitsch und 2011 fallen die Antworten auf die Frage, warum Liebe wehtut, nicht besser aus. Trotzdem hält sie die zentrale Freiheitswerte politischer Emanzipation wie Säkularismus, Rationalität, Individualität, moralischer Pluralismus und Gleichheit für alternativlos. Klassisch-exzeptionalistisch dekretiert sie, dass es, ich zitiere, gegenwärtig keine überlegene Alternative in Sicht sei. Wie passt die in den Sozial-, Sexual- und Familienwissenschaften recht einhellige Einschätzung vom gegenwärtigen Elend der Sexual- und Geschlechtsverhältnisse zum Triumphalismus des sexuellen Exzeptionalismus gegenüber muslimischen Einwanderern? Shanaz Khan merkt an, dass Kulturvergleiche auch immer die Funktion haben, von der eigenen Misere abzulenken. Sie sagt, Comparison make it easier for women in the West to believe that they are not oppressed. Insofern könnte als These formuliert werden, dass diese Spannung zwischen erfahrenem Unglück und proklamierter Freiheit eine der Gründe ist, dass sexueller Exzeptionalismus es überhaupt zu einer plausiblen kulturellen Erzählung gebracht hat. Mit ihr wird verleugnet, dass der Prozess erstens Wunden hinterlassen hat und zweitens keineswegs abgeschlossen ist. Die Liste der objektiven Defizite ist lang. Der politische Umgang mit der AIDS-Krise hat gezeigt, dass westliche Gesellschaften keineswegs vordringlich am Wohl ihrer homosexuellen Bürger interessiert waren. Die umfassende Sexualisierung der visuellen Kultur hat Anforderungen an perfekte Körper und Sexiness kreiert, die vielen ZeitgenossInnen nicht gewachsen sind. KritikerInnen sprechen von einer, ich zitiere, pandemischen Präsenz sexualisierter Frauenkörper im heteronormativ strukturierten öffentlichen Raum. Und die Veralltäglichung von Pornografie hat Ambivalenzen hinterlassen und beispielsweise den Objektstatus des weiblichen Körpers, der ja in den Frauenbewegungen der 70er kritisiert und bekämpft worden war, zu neuer Blüte geführt. Neben den Problemen der allgemeinen Sexualisierung werden Frauen immer noch mit der Last der sowohl geforderten wie auch verinnerlichten Verpflichtung, Kleinkinder zu Hause aufzuziehen, Alte zu pflegen und Familie mit unbezahlter Haus- und Care-Arbeit zu erhalten, weiterhin alleingelassen. Daraus folgen verkürzte Karrieren, verminderte Renten und im Fall der Fälle Scheidungsarmut.
könnte man erstmal einen Punkt machen. Mhm. Also wenn ich dich richtig verstehe, jetzt noch mal eine andere Sprache übersetzt, dieser Vergleich mit vermeintlich minderwertigen anderen Kulturen dient eigentlich dazu, dass Frauen, die sich jetzt nicht länger beklagen. Also beim Vergleich ist es schon besser, also sei still. Man kann profitieren. Also ich habe das in anderen Zusammenhängen okzidentalistischer Profit genannt. Also in der Tatsache, wenn man sich überlegen fühlen kann, das ist ja sozusagen ein Gefühl des Behagens. Es lenkt ab von anderen Problemen. Also Überlegenheit ist immer ein Gefühl der Erhebung. Aber gleichzeitig ist es ja dann auch eine Möglichkeit, das Sprechen über die Defizite der Emanzipation zu diskreditieren. Ja, oder es stillzustellen. Weil es geht ja davon aus, wir sind schon emanzipiert und die anderen eben nicht. Deswegen wird ja auch im Rechtspopulismus sozusagen Gender Mainstreaming und Quoten und dergleichen ganz hart bekämpft, weil das ja die begradigte Front wieder aufreißt. Mhm. Und sagen, wieso sagen die denn, wir sind noch nicht emanzipiert, sind wir doch. Mhm. Und deswegen wird da gerne ein großes Kampffeld aufgemacht, was ja dieses Riesenfeld Antigenderismus, über das ihr auch viel arbeitet, benennt. Und ich glaube, jetzt kommst du zum politischen Ausblick, bevor wir dann zum Kommentar kommen. Also wie sind wir mit der Zeit vielleicht? Ja, weil ich hätte sonst noch ein Kapitel, das will ich aber jetzt nicht vorlesen, damit ich eure Zeit nicht beanspruche. Ich wollte noch ein bisschen deutlicher darauf eingehen, also über die Besessenheit rechtspopulistischer Diskurse mit der Fruchtbarkeit weißer Frauen. Mhm. Es war ja auch bei dem Attentat von Christchurch das erste Wort, was er unter der Überschrift der große Austausch gesagt hat, it's a birth rate. Mhm. Also auch diese ganze Obsession, dass weiße Menschen aussterben könnte, also bei uns, und dass wir outnumbered werden, also überzählig werden, spielt eine große Rolle, aber das machen wir jetzt nicht, um die Zeit ein bisschen netter zu organisieren. Und ich komme zu einem sehr kurzen Schluss. Die gegenwärtige ethnosexistische Konstellation ist ein kulturelles Phantasma. Ich hoffe, dass ich das in meiner Vorlesung schon deutlich gemacht habe. Es ist eine Geschichte, eine Deep Story, die so lange vor- und zurückerzählt wurde, bis sie den Firnis der Wahrheit erhalten hat. Sie ist nicht der Grund für die Unsicherung und das Krisenbewusstsein in vielen Gesellschaften des globalen Nordens, aber sie ist die bereits erwähnte Affektbrücke, die zu gefühlten Gewissheiten und Aggressionen und Sorgen führt. Sorgen immer in Anführungszeichen. Es ist kein Zufall, dass diese Gewissheiten auf dem Feld der Sexualität vibrieren. Hier treffen Begehren, Spiele von Dominanz und Unterwerfung, Geschlechterimmigration und Reproduktion aufeinander. Leidenschaften, Ekstase, Frustration, Neid, Eifersucht, Verlust und Liebe können hier ausgedrückt werden. Macht erotisiert und Hingabe veredelt. Das ist nochmal ein Argument, warum Sexualität so ein geeignetes Diskursfeld ist, um Ängste, Ausschlusswünsche und Paranoia zu verhandeln. Konnte man ja auch, da werden wir sicher noch drauf zu sprechen kommen, an dem Attentäter von Hanau sehen und auch an anderen. Gut, erstmal ganz, ganz herzlichen Dank an Gabriele Dietze. Und ich freue mich jetzt auf die Überlegungen dazu von Urmila Goel. Dankeschön. Danke schön für die Gelegenheit, Gabi Dietzes Arbeit kommentieren zu dürfen. Eigentlich wollte ich diesen Kommentar nutzen, um einige theoretische Überlegungen zu intersektionalen Verflechtungen zu machen. Diese aber eher abstrakten Überlegungen fühlen sich jetzt nach den letzten 10 Tagen nicht so richtig passend an. Und deswegen habe ich das heute noch mal ganz über den Haufen geworfen und anders gemacht. Vor 10 Tagen wurde der thüringische Ministerpräsident mit den Stimmen der AfD gewählt. Er ist immer noch kommissarisch im Amt und insbesondere die CDU und die FDP tun sich schwer damit, an einer alternativen Lösung mitzuwirken. Wir sehen da, dass die Gleichsetzung von links und rechts Politik hier fast unmöglich macht.
Letzten Freitag wurde eine rechte Terrorzelle, die Gruppe S, festgenommen, die Anschläge auf Musliminnen, PolitikerInnen und andere planten. Und diesen Mittwoch fand ein solcher Anschlag statt. 11 Menschen starben durch rechten Terror. Nach allem, was wir bis jetzt wissen, kann man klar von rechten Terror sprechen. Das Entsetzen ist allgemein, die Verurteilung der Tat ist klar. Rassismus wird als Motiv benannt. Und das ist relativ neu in dieser Klarheit, die gestern gefunden wurde. Und das macht auch Hoffnung, dass anders mit rechten Terror jetzt umgegangen wird. Gleichzeitig wird die Tat aber, zumindest das, was ich gestern so mitgekriegt habe, und heute scheint es mir nicht wesentlich anders, an den rechten Rand geschoben. Rassismus, ein Bild, das gestern da war, war Rassismus als Gift, das irgendwie von außen kommt, das das gesunde Deutschland vergiftet. Und das ist dann doch wieder ein Problem, wenn man Rassismus als etwas, das die ganze Gesellschaft strukturiert, begreift. Das heißt, in dieser nach sich abgrenzen von dem rechten Rand, der dafür zuständig ist, dass diese Tat stattfinden konnte, wird die eigene Politik, das eigene Verhalten und was das jeweils mit der Tat zu tun hat, nicht reflektiert. Und ich denke, dass Gabi Dietzes Buch genau hier auch einen wichtigen Beitrag leisten kann, da sie eben nicht nur analysiert, wie Rechtspopulistinnen und Identitäre Rassismus und Sexismus verbinden, sondern auch die Verwicklung von liberalen und auch linken Stimmen in die Überlegenheitsnarrative aufzeigt. Würden nur Rechte rassistisch denken, nur sie sich über andere überlegen fühlen, dann wäre das Problem kleiner. Das Problem ist so groß, weil es eine weit verbreitete Überzeugung gibt. Es gibt die Fremden, die anders sind. Das spiegelt sich auch in den gestern artikulierten Anteilnahmen immer wieder, und das wurde von dir ja schon gesagt, du hattest gesagt, es wurde der Migrationshintergrund benannt. Ich habe viel gehört von ausländischen Wurzeln, von ausländischen Mitbürgern und Ähnlichem. Das heißt, es wurde immer wieder markiert, die Opfer waren andere. Und dass das so klar funktioniert hat und durchgängig war, war sicher auch dran, dass welche Ziele sich der Täter ausgesucht hatte. Denn Shisha-Bars sind nicht irgendein Ort, sondern sie rufen Bilder auf, die sehr getränkt sind von vielen Dingen und nicht nur von Rechten, sondern auch in Neukölln bei einer sozialdemokratischen Regierung werden Shisha-Bars immer wieder als Problem aufgerufen. Shisha-Bars gehören nicht so recht zu uns. Da treffen sich die anderen, nicht wir. Und dort geht es auch tendenziell kriminell zu. Daher haben die ersten Medienberichte in der Nacht und am frühen Morgen den Grund für die Schüsse auch eher im kriminellen Milieu gesucht. So wie bei den NSU-Morden. Der Fokus titelte mit Shisha-Morden, so wie vorher die NSU-Morde Dönermorde genannt worden waren. Und beide Begriffe legen nahe, dass das Morden in der Kultur der anderen begründet liegt. Und da haben wir wieder den kulturalistischen, rassistischen Verweis. Also es ist nicht nur so, dass der Täter dran glaubte, dass es Fremde gibt, die anders sind. Er unterschied sich in dieser grundsätzlichen Einschätzung nicht von vielen anderen. Er unterschied sich darin, in welcher Konsequenz er gezogen hat. Und ich will nicht unterstellen, dass andere deswegen auch morden, aber diese Einstellung, dass es andere sind, zieht sich durch. Und diese Fremden, die anders sind, das zeigt Gabi Dietze in ihrem Buch, werden durch die verschiedensten Gesellschaftsschichten auch für sexuell anders gehalten. Sie sind, was Geschlecht und Sexualität angeht, nicht so fortschrittlich wie wir. Und ich glaube, an dieser Stelle muss ich mich aus diesem Wir verabschieden. Nicht, weil ich das gerne möchte, sondern weil ich nicht glaube, dass ich als zugehörig zu diesem Wir, das fortschrittlicher ist, anerkannt werde. Schließlich stammt mein Vater aus Indien. Und über die sexuelle Rückständigkeit der InderInnen
weiß das Wir recht viel. Sollte ich also sexuell fortschrittlich sein, dann anders als das Wir nicht dank meines Deutschseins, sondern trotz meiner erschwerten Startbedingungen und meines erhöhten Emanzipationsbedarfs. Das ist nicht einfach ein Gedankenexperiment. Mit Projektion über die Einstellung meines Vaters bin ich schon häufiger von Menschen konfrontiert worden, die ihn nie getroffen haben. Weil die Überzeugung so verbreitet ist, dass wir legitim zwischen uns und den anderen differenzieren können und die anderen unter anderem sexuell anders sind, verbreitet sich ja auch in diesem Raum in verschiedenen Abstufungen. Überlegen Sie doch einmal, welche Bilder bei Ihnen die Begriffe Shisha-Bar, das Kopftuch oder eben Inder produzieren. Weil die Überzeugung der Differenz so verbreitet ist, gibt es in unserer, und jetzt schreibe ich mich wieder in das Wir ein, also gibt es in unserer Gesellschaft so viel Raum für Alltagsrassismus, Migrationsabwehr, rechte Politiken und damit auch Raum für rechten Terror. Das arbeitet Gabi Dietzer heraus und deswegen ist das Buch gerade jetzt wichtig, insbesondere weil sie auch auf die Verstrickung der Linken schaut. Und dafür wird Gabi Dietzer auch angegriffen, wie jüngst in einem Jungle World Artikel, wobei, wenn man sich diesen Artikel anguckt, klar Überlegenheitsnarrative der AutorInnen deutlich werden. Nicht erst seit dem Hanoer Terror dürfen wir den Rassismus, die tödliche Migrationsabwehr nicht an den Rand schieben. Wir müssen vielmehr reflektieren, wie wir, und da gehöre ich jetzt wieder klar dazu, daran beteiligt sind, dass die Migrationsabwehr zum Beispiel im Mittelmeer tödlich ist, dass Rassistisches immer sagbarer wird und Rechte immer mehr öffentlichen Raum einnehmen können. Das ist übrigens, das darauf hat Gabi auch verwiesen, nicht nur ein Problem in Deutschland. Der Rechtspopulismus wird in vielen Ländern rund um die Welt immer stärker. Und darum gehst du im Buch auch etwas ein. Das macht das Ganze noch komplizierter, denn es reicht nicht, wenn wir uns gegen weiße, liberale, alte, zornige, junge Männer, wie ein Kapitel in Gabi Dietzers Buch heißt, wenden. Gabi Dietzer hat hier die weißen alten Männer schon relativiert, indem sie auch junge Männer mit reingenommen hat und auch die Liberalen. Was mir dabei fehlt, sind unter anderem die Nicht-Weißen, wie zum Beispiel die indischen Hindu-Nationalisten, die sehr viel mächtiger und gewalttätiger sind, als bisher die AfD sein konnte. In Deutschland aber werden diese Hindu-Nationalisten weiterhin ignoriert, wahrscheinlich auch aufgrund von romantisierenden, ex-eurozentrischen Projektionen auf den ach so friedlichen Hinduismus und so, also das Stichwort Yoga, das kann dann ja nicht besonders schlimm sein, so Hippie, 70er-Jahre-Assoziationen. Rechtspopulismus ist weniger ein Problem, würde ich behaupten, von Weiß-Nicht-Weiß, sondern von Dominanzkultur, wie Birgit Rommelsbacher es genannt hat. Wir müssen uns anschauen, wie Dominanz in Gesellschaften funktioniert. Und es funktioniert eben in Indien anders als hier. Und es funktioniert aber trotzdem Mechanismen sehr gleich. Ich möchte zum Abschluss auf zwei intersektionale Verflechtungen im Fall Hanau eingehen, soweit ich die bisher einschätzen kann. Der Hanauer Täter hat sich wohl, wie so viele andere rechten Terroristen vor ihm, in seinem Manifest auch antifeministisch geäußert. Ich habe das nicht gelesen, aber ich habe so Artikel quer gelesen. Daraus nehme ich das. Er scheint zu der Kategorie der Incel, also der unabsichtlich zölibatär lebenden Männer zu gehören oder schien dazu gehören. Vor 2 Jahren war es ein solcher Mann, war das in Toronto der Anlass für eine Terrortat, wo vor allem Frauen Opfer waren. Und auch bei dem Täter in Halle scheint dieses Incel-Motiv ein entscheidendes gewesen zu sein. Die Verbindung von Rechten und Rassismus mit Antifeminismus wurden schon verschiedentlich herausgearbeitet, unter anderem in dem Sammelband zu Antigenderismus von Sabine Haag und Paula Irene Willer. Meine Frage an Gabi Dietze wäre, wie das mit den Konzepten von sexuellem Exzeptionalismus
und Ethnosexismus sich fassen lässt? Leiden die Incel, wenn wir die als Figur nehmen, an zu viel Emanzipation der Frauen und an den fremden Männern, die aufgrund ihrer sexuellen Rückständigkeit weniger Skrupel haben? Oder, also was passiert da? Wie lässt sich diese Figur mit in die Analyse aufnehmen? Mhm. Und schließlich noch ein anderer Blick auf eine bestimmte Kategorie weißer Männer. Insbesondere in der internationalen Berichterstattung über Hanau gab es immer wieder den Verweis, dass Hanau im Westen Deutschlands liegt, obwohl solche Taten eher in den Osten gehörten. Dass die Tat im Westen geschah, macht auch in der deutschen Diskussion einen Unterschied. Sie lässt sich nicht als Problem des Ostens verhandeln. Sie wird auch bisher, soweit ich das mitbekommen habe, nicht als hessisch markiert, obwohl es da durchaus eine Serie von Vorfällen gibt und das Label hessisch vielleicht relevant sein könnte. Und meine These ist, lege Hanau im Osten Deutschlands, hätten andere Erklärungsmuster herangezogen werden können. Da hätte die Figur des ostdeutschen Mannes, um Gabi Dietzes Figuration eine weitere hinzuzufügen, genutzt werden können. Die Figur des rechten, kleinbürgerlichen, frustrierten Mannes ist nicht nur eine gegenderte, die ostdeutsche Frau wird anders gezeichnet, sondern es ist auch eine sexualisierte, denn der ostdeutsche Mann wird als sexuell frustriert gezeichnet, da die ostdeutsche Frau ihm weggewandert ist und er deswegen keine Frau zur Verfügung hat. Und das kommt immer wieder so in Argumentationen. Lässt sich diese Figur des ostdeutschen Mannes auch mit Konzepten des Ethnosexismus und des sexuellen Exzeptionalismus fassen? Also lassen sich die Verflechtungen von Rassismus und Sexismus auch für andere Machtverhältnisse öffnen? Wird das dann produktiv? Eine weitere Frage an dich. Und soweit meine durch die letzten 10 Tage geprägten Gedanken. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, Mila, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, es ist das Beste, wenn du, Gabi, jetzt einfach direkt darauf antwortest. Vielen Dank, Urmila, für die auch herausfordernden Fragen. Ich denke, mit dem Begriff weiß, das habe ich jetzt in diesem Zusammenhang, war das nützlich. Aber ich glaube, den Hinweis, den du selber gegeben hast, mit auf Rommelsbacher zu verweisen und zu sagen, es ist eine Dominanzkultur, ist wichtig. Und ich glaube, wir kommen auch hier, auch wenn man zum Beispiel nach Indien schauen würde, kämen wir mit dem Begriff hegemoniale Männlichkeit weiter. Und das ist ja ganz interessant mit dem Begriff der hegemonialen Männlichkeit. Vielen von euch wird das bekannt sein, für die zufällig nicht. Der Begriff ist von Revin Cornell und er sagt, Männlichkeit konstruiert sich mehr unter Männern als über die Herrschaft über Frauen. Und der sagt, also es gibt die hegemonialen Männer, die also wirklich die Macht in der Gesellschaft haben. Und es gibt mindestens 3 Gruppen, die nicht hegemonial sind, nämlich die proletarischen Männer, also diejenigen, die sozusagen in der Produktion stecken, die ethnisierten Männer und die homosexuellen Männer. Das heißt, Hegemonialität zeigt sich in der Abgrenzung zu den anderen Männern, aber sie haben alle 4 Gruppen haben etwas gemeinsam, nämlich, dass sie Macht über ihre Frauen beanspruchen. Und ich glaube, das ist eigentlich etwas, was für eine größere Struktur einen höheren Erklärungswert hat. Aber ich fand natürlich sehr spannend die Frage mit dem Osten und dem Westen, weil ja dann nochmal eine zusätzliche Kategorien und auch zusätzliche Überlegenheitsproduktionen dazukommen. Ne? Also weil im Westen ja auch so eine eingebaute Überlegenheitserzählung gegenüber dem Osten ist und auch eine eingeborene, so eine eingebaute, die sind größere Rassisten als wir. Und gleichzeitig das, was du eben auch gesagt hast, tatsächlich sowas wie eine Soziologie des Inceltums, nämlich dass für die jüngeren Männer tatsächlich die Auswahl an Frauen geringer ist, weil Frauen beweglicher in der Migration sind. Also das heißt schon, also dass man das, was ich jetzt hier mehr für eine Westgeschichte oder auch für eine Westeuropa-Geschichte entwickelt habe, müsste sich ausdifferenzieren.
Also die Frage von Ethnosexismus. Es müsste eine ganz spezifische Regionalisierung erfahren und vor allen Dingen müsste immer mitgedacht werden, dass eben auch eine Diskriminierung vom Westen her stattfindet und damit eine Marginalisierung und damit eine westliche Hegemonie gegenüber dem östlichen Mann auch mitgespielt wird. So, das wäre. Da ist mir noch aufgefallen, als du über Indien gesprochen hast, diese ganz andere in eckigen Klammern. Es gab ja lange diesen Slogan, lieber Kinder statt Inder, als man darüber nachgedacht hat, ob man indische Spezialisten, Computerspezialisten verstärkt einwandern lässt. Und dann kam auch diese Reproduktionsgeschichte, wir möchten unsere eigenen Kinder, wie auch die AfD immer auf Plakaten klar macht, wir machen unsere eigenen Kinder. Mhm. Da ist eine schwangere Frau drauf abgebildet. Und Sexualität und Reproduktion sind natürlich arg verbundene Dinge, obwohl in der Spätmoderne nicht mehr so verbunden, wie sie mal waren. Mich würde jetzt noch mal an euch beide, also eine Frage an euch beide gerichtet interessieren. Das Thema Gefühle. Du sprichst, Gabi, von Affektbrücke. Jetzt, wenn wir uns über Hanau und einfach diese Veränderung austauschen, merken wir ja auch immer, wenn wir selbst wenn wir nicht direkt Betroffenen darüber sprechen oder wenn du von der Herabwürdigung deines Vaters gesprochen hast, da sind ja ganz schnell Gefühle im Spiel. Jetzt gibt es ja immer die Erzählung, die Analyse, dass ein Grund für den Aufstieg der Rechten ist, dass das den Rechten halt gelingt, Emotionen zu bündeln, Emotionen zu instrumentalisieren, eben auch emotional zu sprechen und damit Begeisterung zu wecken, wohingegen die progressiven Kräfte eher bürokratisch sprechen, vielleicht mal mahnen, verbieten, also eben so diese Triebhemmung eher in den Mittelpunkt stellen. Jetzt hat aber deine Analyse sagt ja eigentlich was anderes. Du sagst ja, dass dieser sexuelle Sonderweg, also diese sexuelle Besonderheit, die behauptete, eine Erotisierung der Macht zulässt. Mhm. Das heißt, gerade auch, wenn wir jetzt auf das progressive Milieu gucken, gerade auch bei denen, die ja immer den Anspruch haben zu versachlichen und drüber zu stehen, den allgemeinen Diskurs zu führen, dass es da ja eine ganz tiefe Emotionalität auch gibt, also ein emotionales Interesse gibt an der Emotionalisierung der Hierarchie, an der Emotionalisierung, dass man selber die überlegene Sexualität hätte. Wieso spielt das auch in der Analyse von, warum sind die Progressiven so schwach im Moment oder relativ gesehen so schwach, so eine geringe Rolle? Willst du erst, oder? Nee, ich bin noch am Denken. Mach mal. Also es gibt ja immer diese beiden Stränge, die so gerne aufgemacht werden, Rechts- und Linkspopulismus. Ich gehöre da nicht in die Schule, die das gerne unterscheidet oder viel von Linkspopulismus hält. Aber es gibt eine Analyse zum Beispiel von Chantal Mouffe, die sagt, die Rechten hätten es viel besser verstanden, die Gefühle von Menschen anzusprechen und sie zu motivieren. Und da läuft ja auch sehr viel über Sprache. Also zum Beispiel, es werden dann Worte etabliert wie Freiwild oder Messermänner, die dann sozusagen in der Welt sind und nicht mehr weggehen. Affekte umgehen ja immer die Reflexion. Also die gehen direkt über den Solarplexus. Und wer das gut kann oder vielmehr wer sozusagen, ich würde es noch mal anders sagen, ist vielleicht ein bisschen riskant, das zu sagen, aber die Rechtspopulisten nehmen ja für sich im Moment in Anspruch, sie seien die revolutionäre Bewegung. Also das System sei krank und alt und sie hätten die neuen Ideen. Und sie haben die neuen Worte und mit den neuen Worten die neuen Zusammenhänge und damit auch sozusagen den emotionalen Benefit des Aufstands. Und ich glaube, das ist so die Affektbrücke, mit der sehr schön gearbeitet werden kann. Und für sie ist halt, wenn ich jetzt über das Wort Freiwild spreche, so ein zentraler Punkt, sozusagen, sie sind die Garanten der Sicherheit der bedrohten weißen Frau.
die aber gleichzeitig, den sehen wir Alice Weidel, als Emanzipierte dargestellt werden, umso schlimmer. Also man hat sozusagen eine doppelte Verstärkung. Und wer dann, wenn wir da auch darüber nachdenken, wie wir denn aus diesem Mythos, aus diesem Phantasma aussteigen, wer dann sozusagen das Wissen, das Bewusstsein, dass eben auch die progressive, die liberale Seite emotionalisiert, versteckt emotionalisiert, ein Ausweg? Naja, auf jeden Fall ist wichtig. Also, weil diese Überlegenheitsnarrative, ja, die kann man ja auch genießen, wenn man, ne, das hattest du ja auch angesprochen. Ja, man kann sie genießen. Man kann aber zum Beispiel diese Ansprache, dass man Schutz braucht. Und so, man kann auch immer sich aus dieser Konstruktion herausdefinieren und sagen, ich will nicht, dass das in meinem Namen behauptet wird. Und das war ja auch zum Beispiel die Stärke der einzigen bedeutenden Bewegung nach Köln, die diesen massenhaft einsetzenden Rassismus sich entgegengestellt hat, ausnahmslos, die gesagt haben, nicht in meinem Namen. Das ist sehr wichtig, und auch sehr wichtig ist natürlich, Bündnisse zu schließen. Also worüber wir noch nicht gesprochen haben, aber was du auch angesprochen hast, ist natürlich ist die Frage der Intersektionalität, dass es sozusagen also nicht nur die angeblich hochemanzipierten weißen Frauen entweder angegriffen sind oder politisch der einzige Widerstand sind, das stimmt natürlich nicht, sondern da gibt es sehr viele, die betroffen sind, und wichtig ist sozusagen, wenn der Angriff sozusagen sexistisch und rassistisch im gleichen Moment ist, dann ist es wahnsinnig wichtig, dass der Widerstand eben auch antirassistisch ist. Deswegen waren zum Beispiel in den Demonstrationen gegen den der Rechtspopulisten in Berlin, als sie versucht haben, Frauenmärsche zu organisieren, immer Plakate, die gesagt haben, Feminismus ohne Antirassismus ist kein Feminismus. Da gibt es natürlich verschiedene Fraktionen im Feminismus, aber ich würde sagen, diese Fraktion von Feminismus ist eine Möglichkeit. Und überhaupt Antisexismus ist durchaus eine Möglichkeit, Verunsicherung zu organisieren. Das hat Trump getroffen und hat leider nicht ganz gereicht, seine Wahl zum Präsidenten zu verhindern. Aber hat immerhin die größte intersektionale Demonstration, die es jemals in Amerika gegeben hat, nämlich den Women's March, produziert. Ich will auf zwei Ebenen auf Emotionen eingehen. Einmal nochmal, weil das gerade hieß, Herabwürdigung meines Vaters. Darüber habe ich gar nicht gesprochen, weil mein Vater kommt überhaupt gar nicht vor. Man kennt ihn nicht, man redet nicht. Es geht um eine Herabwürdigung eher in dem Beispiel, das ich gebracht habe, von mir. Weil man aber mir, über die Figur dann, ja, aber der Vater ist ja da nicht da. Es ist vollkommen egal, ob der da ist oder nicht da ist. Also es geht tatsächlich nicht um meinen Vater, sondern es geht darum, wir geben dir den Migrationshintergrund Indien. Und deswegen wissen wir, wie du bist oder nicht bist. Und deswegen, das hatte ich auch gesagt, es hat nichts damit zu tun, ob mein Vater jetzt Sexist ist oder nicht. Das ist vollkommen egal. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass aus einer angenommenen Migrationsbiografie eine notwendige Folge ist, dass ich anders mit Fragen von Sexualität und Geschlecht umgehen muss als andere. Und es könnte auch eine Herabwürdigung meines Vaters sein, wenn man den wirklich kennen würde und irgendwie Bezug auf den nehmen würde. Aber da das ja gar nicht der Fall ist, sondern allein die Annahme, ich habe diesen, dann kettenlos macht. Deswegen geht es da, und ich glaube, das ist viel für die, also ich spreche eher von MMMs zum Teil, Menschen mit Migrationshintergrund. Es gibt auch die Mimimis. Was sind das? Die Mimimis, die Menschen mit Migrationshintergrund. Also das sind so verschiedene Formen des Umgehens mit diesen Zuschreibungen. Diese Erfahrung zu machen, dass man über irgendwas anderes definiert wird, unabhängig davon, was man selber sagt, Überprägung. Das ist was Entscheidendes an der Stelle. Also das ist der eine Teil. Das andere aber zum Thema Emotionen und Rechts. Irgendwie, deswegen habe ich gerade länger gebraucht, um eine Reaktion zu machen, weil ich, für mich ist das eigentlich nicht so eine Differenz zwischen rechts und progressiv oder links oder liberal. Für mich hat Rassismus, und ich
bin sehr viel als Antirassismus-Trainerin unterwegs. Immer was mit Emotionen zu tun. Mhm. Gerade bei Linken und Liberalen, die so gerne antirassistisch wären. Und wenn sie dann merken, dass sie es nicht ganz so sind, unheimlich viel mit Emotionen zu kämpfen haben. Mhm. Man muss sich nur angucken, die ganzen Debatten über das Kopftuch, die sind höchst emotional, gerade im linken und liberalen Umfeld. Das heißt, für mich macht diese Differenzierung zwischen rechts und links und Emotionen nicht so Sinn. Sie machen das vielleicht, vielleicht gibt es gerade rechtspopulistische Strategien, die mit bestimmten Dingen geschickter umgehen, aber gerade die Kopftuchdebatte ist ja eine, die über Emotionalisierung ganz primär läuft. Deswegen glaube ich, also kann ich da an die Frage nicht so gut andocken. Gut, ich denke, wir öffnen jetzt für Ihre Fragen. Ich möchte Sie bitten, sich vielleicht, wenn Sie eine Frage stellen, ganz kurz vorzustellen, damit wir wissen, mit wem wir sprechen. Gibt es Wortmeldungen? Oder einfach Verständnisfragen? Es war ja eine sehr komplexe Analyse. Ja, hier vorne. Ich mache jetzt einfach nur den Anfang, damit alle anderen auch ins Sprechen und Denken kommen. Ich hatte nur vielen Dank erstmal für die Vorstellung und auch dieses Analysetool. Ich denke, da kommen wir nicht drum herum, immer mehr zu analysieren, oder vielleicht sollten wir auch aufhören zu analysieren und eher auf die Straße gehen. Aber es gibt zwei Punkte, die mir so eingefallen sind. Das eine zum Titel: Migration ist vieles, aber kein sexuelles Problem. Ich habe mich, ich weiß nicht, ob Sie da am Anfang schon drüber gesprochen haben. Es erinnert mich natürlich an Seehofers Migration ist die Mutter aller Probleme. Und es gab vom TBB, dem Türkischen Bund Berlin-Brandenburg, ein ganz gutes Statement jetzt auch nach Hanau, das versucht hat, diese Figur entgegenzusetzen. Rassismus ist der Vater aller unserer Probleme. Und also die Frage bezieht sich dann sozusagen auch eher auf diese Solidarisierungsprozesse. Wie können wir da hinkommen, dass wir sozusagen das Problem des rassistischen, des Rassismus als Vater der Gesellschaft sozusagen auch kritisieren können, anstatt dass wir immer wieder auf dieses Thema Migration springen, weil da in dieser Fokussierung ständig auf die Migration, glaube ich, auch so eine Art rassistische Folie mitläuft oder so ein Ethnisierungsprozess, der auch unbewusst sozusagen immer wieder das Thema Migration zu thematisieren, das läuft, das produziert auf der Seite derjenigen, die von Rassismus in Deutschland betroffen sind, glaube ich, mittlerweile Langeweile und also eben auch sowas wie die Kopftuchdiskussion etc. und eben auch eine wahnsinnige Wut und eine Trauer, von der man nicht weiß, wohin man sie geben soll, vor allem wenn die Verbündeten gerade im linken, liberalen oder Milieu sozusagen fehlen oder da dieses unbewusste Wissen auch immer weiter aufrechterhalten wird. Weil ich denke, das sind schon tiefere Prozesse, in die wir einsteigen müssen, um dahin zu kommen, dass wir Vielfalt oder so einen Pluralismus überhaupt verstehen lernen oder leben lernen können, ohne das zu romantisieren zu wollen und so weiter. Das andere war ein Punkt, den du, Omila, auch angesprochen hattest, und zwar das mit den indischen Hindu-Nationalisten und diesen zwei Argumentationen, Dominanzkultur versus, sprechen wir hier über weiße oder nicht weiße, toxische Männlichkeiten. Ich denke schon, dass man da nochmal auch genauer hingucken sollte, weil ich denke, dass also gerade jetzt in der Neoliberalisierung und mit Trump und dieser ganzen toxisch-faschistischen Front, die sich da auftut, also die besuchen sich auch alle fleißig gegenseitig an Tag der Republik etc., also Brasilien, Bolsonaro, Sisi, Saudi-Arabien, der Prinz in Indien und eben auch verschiedene Faschisten in Europa. Dass man da doch nochmal ganz genau hinguckt, weil ich denke schon, dass so eine Figur wie, jetzt gibt es überall diese toxischen Rechtspopulisten im globalen Süden und die Islamisten sowieso und so, ne? Also das sind schon auch Figuren, da müssen wir, glaube ich, schon auch nochmal ein bisschen genauer hingucken und doch auch nicht nur von Dominanzkulturen oder
sprechen, sondern eben doch auch diese intersektionale Analyse von Rassismus und wie die mit Sexismus zusammenhängt, doch nochmal genauer hingucken, weil ich denke, das ist eben auch so ein Element von, ja, welches Analysetool ist besser sozusagen. Das kommt auch immer wieder auch in der Geschlechterforschung vor, dass sozusagen Perspektiven von WissenschaftlerInnen of Color, die sehr viel mit Intersektionalität arbeiten, dann doch auch nicht angenommen werden, sondern andere Mechanismen auch oder Analyse-Tools, Hegemoniekritik etc. Verwendet werden, die dann vielleicht doch auch rassistische Argumentationen immer noch zulassen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt einigermaßen verständlich war. Aber also nochmal einfach zu diesem Begriff der Dominanzkultur, würden Sie gerne nochmal eine Anmerkung? Ja, nochmal zu dem, vielen Dank, ein wichtiger Beitrag. Also ich finde, das ganz wichtig, was Sie gesagt haben, dass wenn man Rassismus und Migration immer so zusammenspricht, dann erweckt man den unabwehrbaren Eindruck, dass Migration schuld an Rassismus ist. Und damit hat man sozusagen diese ganze Stigmatisierung im kritischen Diskurs wieder reingeholt. Und ich finde, dass man dafür viel Aufmerksamkeit braucht. Und so meine Strategie ist so ein bisschen, das ist auch so ein bisschen der Gestus dieses Buches, dass man eher darauf guckt, wozu Rassismus gut ist, um sich selbst zu verstehen. Also dass sozusagen, ich nenne das im anderen Zusammenhang, wichtig ist, wenn man Rassismus bekämpfen will, Hegemonie, Selbstkritik. Wozu brauchen wir die anderen, um uns wohlzufühlen oder um uns überhaupt selbst zu verstehen? Dass man diesen Mechanismus, jetzt sage ich dieses uns als weiße Frau, um das nochmal klar zu machen. Und ich finde, wenn man diese Perspektive, also den Scheinwerferumkehr, finde ich eine ganz, 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 ganz wichtige Sache. Weil wenn man daran denkt, wie man damals unter Kohl die rassistischen Ausbrüche im Westen und Osten angeguckt hat. Ich meine, die Antwort der Kohl-Regierung war, Migration zu beschränken, dass sie nicht mehr stattfindet, damit es keine Gründe für Rassismus mehr gibt. Also das war ja sozusagen eine offizielle Aussage. Und so ist das nicht bearbeitbar in der globalisierten Welt. Und so wäre es auch ganz falsch. Willst du zu den Allianzen was sagen? Zu den Allianzen? Zu den Bündnissen? Erstmal nicht. Mhm. Weil das war ja der erste Teil. Ich weiß auch nicht, ob ich so viel da hinzuzufügen habe. Also erstmal, dass wir Allianzen brauchen, die intersektional sind, das hattest du ja vorhin schon gesagt. Dem würde ich auf jeden Fall zustimmen, was ja auch immer dann auch eine Herausforderung ist, weil wenn wir Allianzen mit breite Allianzen wollen, dann müssen wir auch damit klarkommen, dass wir unterschiedliche Interessen auch partiell haben. Also dass wir uns in Interessen treffen, aber auch an anderen nicht. Und das macht es auch immer anstrengender. Das dazu. Beim Hindu-Nationalismus bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich deinen Punkt verstanden habe. Ich glaube, mir ist das wichtig, weil ich, also oder der Hinweis war mir wichtig, obwohl es eher ein Nebenpunkt in dem Buch ist, aber trotzdem ist es mir eben aufgefallen, weil ich das Gefühl habe, dass Diskussionen über Rassismus in Deutschland leicht auch so in eine Richtung gehen können von, oder vielleicht nicht nur in Deutschland, wir sind aber die Allerschlimmsten und die Welt dreht sich dann wieder um uns und wir können auch die schlimmsten Gewalttäter sein oder sowas. Und wenn man sich, also mit Hindu-Nationalismus in Indien habe ich halt ein bisschen was zu tun und die können das ganz selbstständig auch ziemlich gut. Und dann ist für mich auch ein kritisches Blick auf sich selber, ist auch das Dezentrieren von Europa, das Provinzialisieren, ich glaube, das hast du auch irgendwo mit drin, und zu sagen, ja, gucken wir uns doch verschiedene Gesellschaften an und wie da jeweils Dominanzen funktionieren, wie Hegemonien da funktionieren, und wenn wir uns verschiedene Kontexte angucken, können wir vielleicht auch nochmal mehr lernen darüber, wie sie funktionieren und warum auch erstmal scheinbar sehr seltsame Allianzen stattfinden können zwischen Trump und Hindu-Nationalisten und Bolsonaro und AfD. Also AfD gehört zu den wenigen Leuten, die gerade nach Kaschmir reisen dürfen. Das ist so irgendwie, das ist die richtige Allianzpartner für die Hindu-Nationalisten in dem Gebiet, wo der gerade, was die Weltöffentlichkeit auch nicht besonders mitkriegt, wo es ziemlich heiß hergeht. Also dann auch nochmal zu sehen, was macht die Leute, wären die Hindu-Nationalisten hier, dann würden die
AfDler mit Ihnen nichts zu tun haben wollen, wahrscheinlich eher tendenziell. Wenn Sie aber an Ihrem Ort sind, dann sind Sie AllianzpartnerInnen. Und ich glaube, so kontextspezifisch sich Gesellschaften und ihre Dominanzverhältnisse anzuschauen, kann nochmal mehr helfen, auch Prozesse zu verstehen und dann vielleicht auch in Handlungsweisen dagegen. Und auch, wie kann ich AllianzpartnerInnen finden? Ich weiß nicht, ob das deine Frage oder wie kann man sich auch jemanden anschließen? Ja. Ne, das finde ich auch ein wichtiger Punkt. Also das nicht so sein. Also wir haben ein Problem und jetzt gucken wir mal, wer mitmacht. Also man kann ja auch gucken, wer macht schon was und nachfragen, ob man mitmachen darf. Gibt es noch weitere Fragen? Jetzt hier hinten eine Wortmeldung und hier vorne. Habe ich wen? Und hier. Hallo. Ich wäre interessiert zu wissen, welche spezifische Rolle Ethnosexismus innerhalb des Narrativs des großen Austausches einnimmt. Also vielleicht kannst du ein bisschen mehr darauf eingehen oder ihr auch darauf eingehen? Das wäre super. Danke. Ja. Wollen wir noch eine Frage dazu nehmen? Jetzt war hier vorne. Und dann kommen wir zu Ihnen. Gleich darauf eingehen? Nee, wir nehmen noch eine zweite Frage Hallo. Hinzu. Hallo, ich bin Esther Kovács aus Budapest, Ungarn. Ich danke sehr, dass ich dabei sein kann. Ich danke vor allem auch dafür, dass die Osteuropa-Perspektive oder Ostdeutschland reingebracht wurde. Ich komme aus einem Land, wo wir seit 5 Jahren mit diesen Plakaten und ständigen Hasskampagne leben, dass die Migranten kommen und unsere Frauen vergewaltigen, also unsere Frauen, während die Regierung nicht besonders vieles tut, um Gewalt gegen Frauen bei den eigenen Männern oder vor den eigenen Männern zu unterbinden. Und auch wenn in Deutschland ein Mann mit Migrationshintergrund eine Frau etwas antut, dann tagelang ist das in der ungarischen Presse oder in der Propagandapresse voll damit. Gleichzeitig scheint mir so, dass dieses Überlegenheitsnarrativ gegenüber dem Osten auch darüber abgespielt wird ein bisschen. Oder ich hatte oft den Eindruck, dass die Migrationspolitik oder Migrationsdiskurs der ungarischen Regierung wird als die Blöden im Osten haben es noch nicht verstanden. Also Antirassismus und Solidarität sind manchmal auch Teil dieses Überlegenheits. Ja, Narrativs, ohne dass ich unsere Hass- oder die Hasspropaganda der Regierung jetzt verharmlosen würde. Nur, dass es, ich glaube, auch ein Gesichtspunkt ist. Dankeschön. Ich würde gerne auf die Frage eingehen, was der große Austausch mit Ethnosexismus zu tun hat. Also die Legende vom großen Austausch hat ja nun folgenden Hintergrund. Also die Idee ist, dass es immer weniger Autochtone geben wird und man wird überflutet von den anderen und der zentrale Punkt ist die höhere Fruchtbarkeit. Die höhere Fruchtbarkeit wird intentional angenommen, nämlich dass es sozusagen ein Impuls gibt, sozusagen die Deutschen zu verringern oder die Franzosen zu verringern, indem man viele Kinder in die Welt setzt. Und das ist einer der Aspekte für den auch gleichzeitig relativ brachialen Antifeminismus der Leute, die hinter der Legende vom großen Austausch stehen. Sie machen Feminismus dafür verantwortlich, dass Frauen weniger Kinder gebären. Es hat sogar ganz aberwitzige Zusammenfügungen. In Amerika hat man angefangen und inzwischen spricht man auch hier davon, von Feminazis. Was im Prinzip Feministinnen, weil sie für reproduktive Freiheit votieren, unterstellt, sie wären sozusagen Propagandistinnen einer einheimischen Euthanasie. Und das ist sozusagen der ethnosexistische Komplex, der den großen Austausch sozusagen zugrunde liegt. Müller, möchtest du was zur zweiten Frage? Ja. Ich
Ich finde es auch nochmal spannend, wie Sie eben auch diese Verteidigung nochmal machen mussten. Natürlich bin ich gegen Orban. Und ich glaube, das zeigt uns was über Verflechtungen von Machtverhältnissen. Das ist ähnlich im Deutschen, wo ich, wenn es um Köln ging, wenn ich da über Rassismus gesprochen habe, immer sagen musste, aber ich bin gegen sexuelle Gewalt. Also dass es bestimmte Verflechtungen sehr schwierig macht zu thematisieren, weil sie ambivalent sind, weil mehreres gleichzeitig passiert. Und ich denke auch, dass in Deutschland wir eine lange Tradition haben von aus dem Osten kommt das Böse, im Osten sind die Barbaren, im Osten ist es rückständig, dass durch Antikommunismus dann nochmal und den Kalten Krieg sich nochmal verändert hat und jetzt im Postsozialistischen auch nochmal kompliziert, komplexer wird, weil da waren die anderen ja auf einmal nochmal ganz anders. Aber jetzt nah im Postsozialismus fallen sie wieder zurück und werden wieder rückschrittlicher. Also da ist im deutschen Narrativ oder wahrscheinlich nicht nur im deutschen, sondern in vielen westlichen, also sehr viel drin, was einfach ein abrufbares Muster ist, was sich auch mit Rassismus, also auch wieder mit Birgit Rommelsbacher, mit antislawischem Rassismus benennen würde auch. Und das, wenn ich gucke, wie aus dem Westen geguckt wird auf Ungarn, das ganz klar ein Moment wäre. Und wenn ich aber dann in Ungarn selber analysiere, ist dann wieder eine andere Frage, weil dann gibt es ja andere Dominanzverhältnisse. Und das macht es halt im schwierig, so dieses Sprechen. Und ich glaube, also ich hatte es ja vorhin vor allem auf dieses West-Ost-Verhältnis in Deutschland bezogen, aber ich glaube auch auf das europäische Verhältnis und auf die, warum sich die osteuropäische Rechtspopulistinnen damit dann auch nochmal anders behaupten können in ihren Gesellschaften, hat ja auch was damit zu tun, dass der Osten immer wieder als rückschrittlich definiert wird. Also damit stärken wir ja im Endeffekt nicht nur Orban, auch Peace und andere, die da reingehen. Also das war auch so die Frage. Ich hatte es eher auf den Ostmann, also den ostdeutschen Mann bezogen, aber überhaupt die Analysen zu verkomplizieren, um dann auch besser gegen Rassismus und Sexismus zu gehen, wenn wir sehen, wie komplexere Zusammenhänge da sind. Also eigentlich nur eine Unterstützung dessen, was Sie gesagt haben. Und vielleicht noch ein Argument dazu. Es gibt auch sowas wie beleidigt sein. Also du kriegst ja, hörst aus Polen und aus Ungarn, ist ja auch vielfach analysiert inzwischen, wird der Westen als kolonisierende Macht verstanden. Und der Widerstand gegen den Westen und gegen die EU als antikolonialistischer Widerstand. Und dann gibt es auch sowas wie beleidigt sein. Also wie, haben wir nicht dazu beigetragen, zu befreien? Und dann wird über Undankbarkeit geredet und solche Sachen. Also das spielt auch eine Rolle. Und das hat aber natürlich auch was mit Hierarchie zu tun. Also nur derjenige, der sich als herrschend versteht, kann beleidigt sein, wenn die Untergebenen sich nicht so verhalten, wie sie sollen. Jetzt war hier noch eine Wortmeldung. Ja, guten Abend, mein Name ist Sebastian Walter, ich bin Mitglied im Berliner Abgeordnetenhaus. Vielen Dank auch von meiner Seite für vieles, was Sie heute gesagt haben, viel Analytisches, was ich auch mitnehmen kann. Die AfD sitzt gegenüber von uns und das ist sehr hilfreich, was Sie heute Abend vorgestellt haben. Ich habe zwei ganz konkrete Fragen. Das eine ist, ich nehme wahr, dass AfD beispielsweise inzwischen LSBTQ-Feindlichkeit komplett auf Muslime und Musliminnen und Muslime projiziert und quasi selbst sagen, ne, wir haben sagen, diese überlegene westliche Sexualität, die völlig akzeptierend ist und so weiter und so fort. Und das betrifft uns alle gar nicht. Wir sind völlig akzeptierend in der Hinsicht. Was ich aber nicht verstehe, und das sagen in diesem Konzept, und es geht dann auch weiter bis hin zur FDP und der CDU, ehrlicherweise, ist dieses ganze Thema Frühsexualisierung. Also die Vorstellung, dass dann aber irgendwie Kinder quasi durch Propagierung von Homosexualität irgendwie in einem Prozess der Ansteckung plötzlich alle homosexuell werden würden an den Schulen oder auch in Kitas. Und irgendwie ist das ja dann plötzlich so eine ganz krasse Fragilität von Männlichkeit und auf der anderen Seite dieses Überlegenheitskonzept und ich bringe das irgendwie nicht zusammen und vielleicht haben Sie da eine Antwort drauf.
Und das zweite, die zweite Frage, die mich umtreibt, das haben Sie nur ganz kurz gesagt, ist, dass man Ethnosexismus und Rassismus natürlich auch in linken Diskursen findet. Mhm. Und Sie haben jetzt kurz berichtet, dass Sie da von der Jungle World angegriffen worden sind. Ich nehme das nur wahr, dass sowas stattfindet, aber ich kann das auch noch nicht richtig analytisch einordnen. Können Sie zu diesen linken Diskursen, wo das aufpoppt, auch noch mal was sagen, weil mich das auch interessieren würde? Jetzt haben wir noch eine zweite Wortmeldung, die würde ich gerne dazu nehmen. Ja, hallo. Danke für alles, was gesagt wurde. Simon Strick von der Freien Universität. Ich wollte nur ganz kurz gegen das Doppel von emotionaler Rechten und rationaler Linken oder zögerlicher Progressiven ein bisschen problematisieren. Also auf der einen Seite glaube ich, wenn die Rechten eine emotional gute Strategie haben, zum Beispiel Befreiungserzählungen oder Ermächtigungserzählungen, da haben sie die von links geklaut. Im Raum sitzen wahrscheinlich viele Feministinnen, die sich noch daran erinnern können, dass Gefühle mal als sozusagen Abwertungsargument oder Abwertungsratio genommen wurden, um Feminismus abzuwerten. Und sozusagen es gab danach eine große Politisierung von Gefühlen, von Gut-Feminism, von dem wir, glaube ich, alle gelernt haben. Und sozusagen es gibt eine große progressive oder linke Tradition von Gefühlspolitik, die wir, glaube ich, immer noch haben. Und ich halte halt diese Zweiteilung von die einen haben die Emotionen gepachtet und die anderen sind immer nur am Kritisieren und wedeln mit Marx und so. Das ist von der Rechten erfunden und es stimmt nicht. Also wir haben eine große emotionale Bewegung gegen Rassismus. Wir haben Fridays for Future, die gerade extrem Angstpolitik machen und das sehr produktiv tun. Und ich würde so ein bisschen also gegen diese Gegenüberstellung und die Selbstohnmächtigerklärung, die wir damit machen, ein bisschen vorgehen, weil ich glaube, das stimmt nicht. Auf der anderen Seite würde ich auch ein bisschen dann Gabi Dietze kritisieren, wenn sie sagt, Gefühle gehen über den Solarplexus. Wir haben das jetzt gerade in Hanau gesehen, der Herr vom Abgeordnetenhaus wird es bestätigen, es ist immer vom Gefühl, von der Wut, die bedient wird bis zum Attentat, bis zur Bundestagsrede, bis zum Aufmarsch in Chemnitz oder so, sind es eine ganze Menge Wege und Entscheidungen, die getroffen werden müssen und Koordination. Das heißt, das sind sehr rationale, sehr geplante Einsätze von Gefühlen. Mhm. Cornelia Kopitsch hat das in ihrem Buch hat die Rechte als einen Reflex bezeichnet, einen Reflex auf Sachen, die nicht stimmen in der Demokratie zum Beispiel. Ich finde es ganz gefährlich, so zu reden, als ob es da eine Art Automatismus gäbe. Also es gäbe einfach Gefühle, die sich Bahn brechen oder so. Das sind sehr rationale Entscheidungen, wie Demokratie gekippt werden kann, wie Rassismus etabliert werden kann und so. Das ist jetzt eher ein Einwurf, aber ja, ist ja gut. Vielen Dank. Also ich denke, fangen wir vielleicht an, Frühsexualisierung, das war... wer möchte ich finde es auch wirklich schwieriges, weil es nicht so einfach einleuchtet. Also was haben Sie denn da eigentlich? Wo haben Sie dann ein Problem? Also ich würde sagen, es hat was mit der elterlichen Autorität zu tun. Also wenn Sexualaufklärung schon im Kindergarten oder in der Grundschule sozusagen von Institutionen der Gesellschaft übernommen wird, dann wird sozusagen die elterliche Autorität minimiert und werden sozusagen mit den Gedanken von sexueller Vielfalt eben auch gleichzeitig ideologisches Setting von dem Teil der Gesellschaft mit in die Kinder infiltriert, die Eltern nicht gekriegt hätten in ihre Kinder, wenn sie nicht früh sexualisiert worden wären durch die Institution. Bisschen kompliziert gedacht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das ein Punkt ist. Ganz wichtig wird ja immer behauptet im Zusammenhang mit der Frühsexualisierung, dass die kindliche Unschuld geraubt wird. Also nach Freud wissen wir ja, dass die Kinder nicht besonders unschuldig sind sexuell. Aber es geht sozusagen auch um eine Vorstellung von einer tugendhaften Familie, die sozusagen sich das Kind als sexuelles Wesen wahrzunehmen nicht erlauben will, weil auch das wäre eine Untergrabung der Familienautorität. Also ich würde das in diese Richtung interpretieren, abgesehen davon, dass aus der AfD ja sozusagen die sexuelle Selbstbestimmung immer nur dann thematisiert wird, wenn gleichzeitig die muslimische Unterdrückung aufgerufen wird. Und also nicht wirklich ein Familienmodell oder ein Lebensmodell entwickelt wird, wo sozusagen sexuelle Wahl und Freiheit sozusagen als Ideal steht.
sondern da wird eher so ein Diskurs der Akzeptanz gefahren, also gegenüber der Gruppe Homosexuelle in der AfD. Ein Kollege, Patrick Wilowiewski, hat eine wunderschöne Analyse darüber gemacht und hat gesagt, da würde gerne gesagt, naja, wir sind ja nicht gegen Genderunsicherheit, wir lieben ja Männer oder Frauen und damit sind wir jetzt sozusagen mit in der Richtigkeit des Antigenderismus der AfD. Zu Simon. Da war noch ein zweiter, zweiter Aspekt, nämlich Kritik von links. Oh ja. Also es war Jungle World, aber es ist ja auch im feministischen Diskurs, gibt es da ja auch diese Abwehr. Ja, natürlich. Also das ist auch eine ganz schwierige Sache. Also vor allen Dingen, wenn man jetzt Feminismus, da kann man wirklich sagen, dass es zwei verschiedene Wahrnehmungsweisen zum Beispiel der Migrationssituation gibt. Also man kann von Alice Schwarzer in den Reaktionen von Köln zu Köln und ganz generell sozusagen den Diskurs lesen, dass weiße Frauen, sie sagt nicht weiß, sie sagt Frauen sind bedroht und man muss stark und kritisch und möglicherweise mit Ausweisung sozusagen die sexuelle Gefahr durch Migranten bekämpfen. Also das wäre ja was in unserer Denke eher das Problem ist. Und da gibt es auch wirklich wenn zum Beispiel Alice Schwarzer und auch der Mainstream-Feminismus haben große, große Verdienste. Also in ganz, ganz vielen Fragen, in der Abtreibungsfrage, in Durchsetzung von bestimmten Emanzipationsschritten. Aber in diesem Terrain folgen sie der Polarisierungsstrategie der Rechtspopulisten. Also wenn Alice Schwarzer sagt, das Problem sei, dass man Fremdenliebe über Frauenrechte stellt, dann polarisiert sie und sagt, als müsse man sich für das eine oder für das andere entscheiden. Und nur so könne man richtige Politik machen. Diese Polarisierung ist absolut unsinnig und unnötig und politisch schädlich, weil man beides braucht. Also Fremdenliebe würde ich gar nicht als Wort für mich in Anspruch nehmen. Aber das ist kein Entweder-Oder. Aber solche Dinge in Entweder-Oder-Positionen festzuklopfen, ist sozusagen Proselyten zu gewinnen für solche Positionen. Und natürlich würden Leute, die sowas sagen, sich in der Linken einreihen. Und das ist ein Unglück, dass wir uns da nicht einiger sind. Und Miller, möchtest du vielleicht was zur Emotionalität noch mal zu dem Einwurf sagen? Aber übrigens nicht nur ein Unglück. Darf ich noch was dazu sagen? Ich würde jetzt nicht sagen, da haben sie sich geirrt und nicht genau genug nachgedacht. Das ist ja gar nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, wenn Feminismus nicht intersektional gedacht wird, nämlich dass es unterschiedliche Achsen der Diskriminierung gibt, Race, Sex, Class, whatever, wenn das nicht intersektional gedacht wird, dann kann man nur sozusagen von der Position der weißen Frau aus denken und dann kommt man zu diesen Gegenüberstellungen. Das ist das wichtigere Argument. Es war mir nur entfallen. Wenn, dann würde ich darauf nochmal reagieren und auf Simon reagiert, glaube ich, Gabi besser. Ja, gut, beide, gerne. Dann kommen wir auch langsam zu den Schlussworten. Ja, reagier darauf. Einfach nur zu ergänzen, ich glaube, der scheinbare Widerspruch zwischen angeblich schwulenfreundlich und aber gegen Frühsexualisierung und sowas, ist, also da sind verschiedene Antworten drauf. Einmal Rassismus und überhaupt diese ganzen Überlegenheitsnarrative sind, glaube ich, nicht logisch, in sich logisch konsistent. Sie müssen funktionieren, sie müssen Angebote machen, wo Leute drauf eingehen, was sie gut finden, aber es kann sich widersprechen, das tut es permanent. Solange es aber das in einer konsequenten Weise tut, die Überlegenheit zu stärken, funktioniert das schon. Also man findet häufiger logische Inkonsistenzen. Und zu AfD und Homofreundlichkeit, da hatte Gabi ja schon auf verwiesen bei unserem Institut, der Kollege Patrick, der arbeitet genau dazu. Und das ist sehr spannend, sich das anzugucken, weil es eben für die Schwulen und lesbischen und transsexuellen AfDlerinnen nicht unbedingt ein Widerspruch ist, da drin zu sein, weil sie sich das eben anders argumentieren können. Und das zeigt eben auch, dass so eine Kategorie Queer oder sowas eben
auch nicht so funktioniert, weil das sind ja ganz verschiedene Arten, das zu sein oder was das damit zu tun hat. Und ich glaube, es waren Sabine Haag und Paula Irene Willer in ihrem Buch zu Antigenderismus, die nochmal darauf hingewiesen haben, warum kommt diese starke Abwehr gegen Gender Studies, und das wäre ja auch sowas wie diese Frühsexualisierung, ist ja meistens gegen, wenn Gender Studies informierte pädagogische Maßnahmen oder sowas kommen sollen. Und dass da das, ich hoffe, ich zitiere sie jetzt richtig, aber was bei mir hängen geblieben ist, ist, was Gender Studies ganz stark tun, ist ein Hinterfragen des Selbst, also Sicherheiten grundsätzlich in Frage zu stellen und die Sicherheiten zu nehmen. Und das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Angriff, als wenn jemand, ein Mann Männer liebt. Das kann man irgendwie noch verarbeiten vielleicht. Aber der Zugang von Gender Studies grundsätzlich erstmal alles nochmal in Frage zu stellen und das eigene in Frage zu stellen und alles unsicher zu machen, ist nochmal, diese Unsicherheit macht, glaube ich, nochmal was anderes, die nochmal viel stärker abgewehrt werden muss. Ich glaube, angesichts der fortgeschrittenen Zeit gehen wir jetzt in die Schlussphase, ja, wenn ihr einverstanden seid. Wir haben jetzt zum einen nochmal den Einwurf, Emotionalität komplexer zu denken. Weiß ich nicht, ob ja, ich würde noch gerne auf den Simon, genau, antworten. Gerne. Ja. Ich stimme dir in vielen Punkten zu und ich glaube auch, dass ich das, dass du da recht hast, dass, wie ich das gesagt habe, hört sich das anders an. Also auf der einen Seite ist vollkommen richtig, dass die rechte Affektpolitik mittels Diskurspiraterie von Affekten, mit denen die alternative Linke in den 60ern und 70ern reüssiert hat, macht. Das, glaube ich, ist ganz bestimmt richtig. Und auch richtig ist, dass den Rechten einfach, und das habe ich viel zu simpel gesagt, den Rechten einfach die genaueren Affekte zu unterstellen und dabei zu unterschlagen, dass es ununterbrochen politische Entscheidungen gibt, für die Leute accountable gemacht werden, und wenn sie sich einfach hinter gemacht werden sollen und sie sich einfach hinter dem Begriff, dass sie Angst haben, verstecken, weil Angst ja angeblich so natürlich ist, dass man ihnen einen Credit gibt, den man ihnen auf keinen Fall geben soll. Also diese beiden Punkte taken und wichtige Ergänzung. Wo ich nicht ganz einverstanden bin mit deiner Intervention, ist, ja, du hast recht, also dass vieles an dem, was wir nach Hanau gehört haben, auch stark affektgetragen war und sozusagen gute Affekte medial in der Bevölkerung verteilt worden sind. Aber trotzdem gibt es sozusagen noch nicht vielleicht die Slogans, die Sammelbegriffe, die Affektbegriffe, die sozusagen die andere Seite vereinigen können. Ne? Wir haben nicht sowas wie Freiwild oder solche Worte, wo jemand sofort weiß, das ist es, da habe ich dagegen zu sein und so. Also ich finde, da braucht es politische Fantasie diese Affekte sind zwar da, aber sie sind noch nicht gebündelt und noch nicht ausreichend politisch gemacht. Aber das wäre eine wichtige Aufgabe. Damit haben wir schon sozusagen die eine Perspektive daraus, wie wir weiterarbeiten könnten. Miller, hast du noch einen zusätzlichen Kommentar, in welche Richtung auch immer du gehen möchtest? Ich finde, Gabi darf gerne das letzte Wort haben. Hatte ich doch gerade. Dann ganz, ganz herzlichen Dank an Gabriele Dietze, an Mila Goel und natürlich an Sie und an euch für eure Aufmerksamkeit, für eure Zeit. Kommt gut nach Hause. Danke.